Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nerd für Medizin. Hi, und endlich mal wieder hier auf dem Sofa bei Martin. Ja, heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch vorbereitet, nämlich das Thema Hämopdüsen. Blutspucken ist ja was, was uns meistens so ein bisschen selber den Puls in die Höhe treibt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage doch mal den Philipp, was wir da so machen könnten. Philipp, fangen wir mal ganz basal an. Jetzt spuckt da jemand Blut. Mhm. Fachbegriff Hämopdüsen, super, so viel weiß ich, aber woher kommt es, was sind überhaupt Ursachen dafür? Ja, genau, also wir in der Notfallmedizin haben relativ häufig mit Leuten zu tun, die sagen, dass sie Blut spucken, und jetzt muss man erstmal unterscheiden. Haben die wirklich Bluthusten, also echte Hämopdüsen, wo das Blut also aus den unteren Atemwegen hochhustet wird, oder haben die falsche Hämoptysen oder glauben nur, dass sie vielleicht Hämoptysen hätten, weil sie zum Beispiel Nasenbluten haben oder sich auf die Zunge gebissen haben oder vielleicht auch eine obere GI-Blutung haben. Achtung, weil die ist ja auch gefährlich. Da aber immer wieder Blutreste eben mit ausspucken und glauben, das käme aus der Lunge, aber in Wirklichkeit kommt es irgendwo aus dem Mund. Das gilt also, das ist quasi so der erste Punkt, den man mal abklären sollte. Woher kommt denn das Blut eigentlich? Ist das wirklich aus den unteren Atemwegen? Sind das also Hämoptysen, über die wir gleich noch sprechen werden? Oder Nasenbluten oder so? Ne? Und auch da, glaube ich, muss man unterscheiden, ist das jetzt so ein bisschen tingiert? Also habe ich jetzt irgendwie ein rotziges Sputum bei einer Lungenentzündung und da sind halt so zwei kleine Millimeter große Blutströpfchen drauf? Oder kommt da wirklich quasi das pure Blut? Ne? Und wir reden jetzt über die Situation, der hustet und da kommt wirklich das pure Blut oder koagelig, irgendwas akut Blutendes uns entgegen. Richtig? Oder wie würdest du das einsortieren? Ja, also ich meine, Hämoptysen ist ja prinzipiell alles, was Blut ist aus den unteren Atemwegen. Also blutiges Sputum, auch wenn es nur leicht tingiert wäre, wäre prinzipiell schon eine Hämoptyse. Aber Hämoptysen, genauso wie du das halt ja auch beschreibst, sind ganz häufig total ungefährlich, weil wenn man sich mal überlegt, warum entstehen die denn überhaupt, dann ist das ganz häufig einfach eine bronchiale Reizung. Zum Beispiel, hast du gerade ja schon gesagt, bronchiale Infekte. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur rumhuste und ich habe eine virale Bronchitis, dann kann es mal passieren, dass ich so ein bisschen blutig tingiertes Sputum habe. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Oder auch eine schwere Pneumonie oder eine normale Pneumonie auch, die kann auch mit blutigem Sputum mal einhergehen. Ja? Das wäre also eine Ursache. Andere Ursachen, und das ist auch der Grund, warum die Patienten häufig zu uns kommen, sind Tumorerkrankungen, ja, Neoplasien in der Lunge. Also das Bronchialkarzinom ganz klassisch, ja, das kann natürlich da an der Stelle, wo es dann ins Bronchialsystem einwächst, eben auch bluten, weil vielleicht Gefäßstümpfe erodieren oder so. Es kann dann auch ziemlich gefährlich werden. Das wäre eine andere Ursache. Und dann wäre noch eine Ursache eben Infektionserkrankungen, wie ganz klassisch die Tuberkulose, ne? Die Schwindsucht, das kennt man ja aus dem Kino, manchmal aus Filmen, wenn die Leute anfangen, das Blut zu husten. Also daran auch immer unbedingt denken. Und dann gibt es noch eine dritte, also entzündlich, maligne und dann vielleicht noch so eine dritte Komponente, an die man denken sollte, das sind so die Vaskulitiden oder rheumatischen Erkrankungen. Da wäre so ganz klassisch die Granulomatose mit Polyangiitis als Beispiel, ja, oder Good Pasture, gibt es alle möglichen Kram, will ich nicht drüber sprechen, super spezielles Wissen. Genau, das wird mir schon ein bisschen zu abgefahren, denn die Realität ist ja, da kommt jetzt jemand und dem geht's. Der hat gesagt, es ist nicht nur ein, zwei Tröpfchen drinnen, wo ich mir denke, okay, das kann man ganz entspannt abklären, sondern dem geht es jetzt schlecht, der hustet Blut, der schaut vielleicht bleich aus, der macht sich Sorgen, alle anderen machen sich auch Sorgen, ich mache mir auch Sorgen. Jetzt also keine Zeit zu überlegen, welche Art von Vaskulitis das sein könnte, wir müssen jetzt handeln. Genau, ja genau, also genau wie du sagst, ne? Erster Blick ist eigentlich, hat der Patient jetzt wegen den Hämoptysen ein Problem, ja? Oder ist er einfach nur besorgt? Wenn er nur besorgt ist oder hat diese Hämoptysen, aber ist davon nicht beeinträchtigt, dann machen wir eine Ursachenabklärung und machen dann eben eine kausale Therapie, ganz klar, eine Pneumoniebehandlung und so weiter und so fort, dies, das. Darüber wollen wir jetzt ja nicht reden, sondern über die Patienten, die Notfälle sind. Wir machen ja Notfallmedizin hier und keine kein Pulmokram. Aber jetzt ist der Patient oder die Patientin richtig betroffen davon.
Jetzt kann man eine Basismaßnahme machen. Mega viel Evidenz gibt es nicht, dass das jetzt outcome-relevant viel verändert, aber es gibt doch ein bisschen was. Das ist Tranexamsäure inhalieren. Wie mache ich das? Ich nehme einfach die Tranexamsäure, die ich mir sonst auch beim Polytrauma aufziehen würde, tue die in die Verneblermaske, lasse das inhalieren. Kann ich mit 500 Milligramm oder 1 Gramm einfach inhalieren. Ich würde es persönlich würde ich so machen, dass ich einfach mir 500 Milligramm mit ein bisschen Nazel aufziehen würde und das langsam inhalieren lassen würde. Man muss sagen, damit wird man einen massiv von Hämoptysen betroffenen Patienten nicht retten. Also der Blutsturz, also Hämoptysen, die jetzt gerade zum Ersticken des Patienten führen, die werden damit, das wird nicht dadurch stoppen, aber so diese leichten Hämoptysen, die vielleicht schon und auch vielleicht eine noch aktive Blutung, die wird man damit abmildern oder auch stoppen und das konnte auch in Studien gezeigt werden. Und vor allem hat es keinen negativen Nebeneffekt. Also ich werde dann kann ich mit reinem Sauerstoff vernebeln, das heißt, der Patient wird schon mal präoxygeniert, tipptopp vorbereitet, ja, für das, was dann da später kommt oder wenn er sich verschlechtert und gleichzeitig kriegt er etwas, was im günstigsten Fall nutzt und wahrscheinlich nicht schadet. Jetzt hast du in einem Nebensatz kurz was erwähnt, das mich wirklich interessiert, was ich mich immer wieder gefragt habe, an Hämoptysen. Woran sterben denn die Leute, wenn sie Hämoptysen haben? Also, verbluten die jetzt oder ersticken die? Oder beides oder keins? Ja, erstmal vorneweg. Okay. Kein Mensch kann in die Lunge verbluten und stirbt dann im hämorrhagischen Schock, weil wir ersticken viel früher, als dass wir relevante Blutmengen dann verlieren. Ja, das heißt nicht, dass man nicht in die Lunge relevant einbluten kann. Ja, aber die Lunge wird vorher so vollgelaufen sein, dass man unmöglich noch atmen kann. Denn ungefähr ab 200 Milliliter Blut hätten du und ich in der Lunge ein massives Problem. 200 schon. 200 Milliliter, krass. Genau. Ne, und wenn das jetzt so aus mir rausläuft, da habe ich noch keinen hämorrhagischen Schock. Bei Lungenerkrankten ist das viel, viel weniger. Teilweise nur 50 Milliliter. Ne, also eine Blasenspritze oder eine Perfusorspritze voll. Das ist wirklich wenig. Und deswegen weiß man auch, das Hauptproblem bei Patienten mit Hämoptysen, die jetzt kritisch werden, das ist die respiratorische Seite. Und ich muss mir da jetzt nicht 20 EKs bestellen, ja, und mein Massivtransfusionsprotokoll aufstellen, ja, sondern eher muss ich mich darauf konzentrieren, wie mache ich das A- und B-Problem da auch oder wie löse ich das. Okay, das ist ja schon mal ein guter Fokus. Also wir haben gesagt A-B-Problem. Wir vernebeln Tranexamsäure, geben gleichzeitig Sauerstoff, wenn wir keine Tranexamsäure haben oder wenn die durchvernebelt ist, also Sauerstoff schadet das sicher auch nicht. Wie geht's weiter? Was sind so meine Eskalationsmethoden? Ich meine, was jetzt für euch, denke ich, völlig klar ist, ist, wir lagern die natürlich so, dass es denen halbwegs gut geht, also wahrscheinlich Oberkörper hoch oder wie es für die Leute angenehm ist. Aber wie geht's dann weiter? Was sind meine Eskalationsmöglichkeiten, wenn es nicht besser wird? Genau, also als allererstes, du hast gerade gesagt mit der Lagerung, holt euch frühzeitig Hilfe. Ja, das wird in der Regel zum Beispiel jemand sein, der sehr gut bronchoskopieren kann. Sollte auch nicht der Intensivrotant sein, der ab und zu mal bronchoskopiert, um ein bisschen Schleim abzusaugen, sondern sollte einer sein, der sattelfest jemanden wirklich gut bronchoskopieren kann, im optimalen Fall auch schon Interventionen dann machen kann, die vielleicht notwendig werden, koagulieren und so weiter. Sprechen wir vielleicht später noch drüber. Wenn ich auf der Straße bin, habe ich so jemanden nicht, dann muss ich zumindest überlegen, dass ich ein Haus fahre, wo es jemand kann. Genau. Und jetzt die Frage, sollte ich intubieren, ja oder nein? Und was mache ich dazwischen? Man liest immer wieder, die Patienten sollten auf die blutende Seite gelagert werden. Warum? Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier unten blutet es in meine Lunge rein und jetzt lege ich die Seite nach unten, dann läuft das Blut langsam auf die betroffene Seite, aber die gesunde Seite, die bleibt blutfrei. Ja. Das ist Theorie. Außerdem weiß ich doch nicht, wo es blutet, oder? Genau, wenn ich es jetzt genau wissen würde, würde ich es wahrscheinlich probieren. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen belesen, also ich habe jetzt keine tollen randomisierten, doppelverblindeten Studien gesehen, die das beweisen, aber es macht natürlich so Sinn vom Gedankengang her, würde das auch probieren. Aber viel, viel, viel wichtiger ist, dass die Leute ihren Hustenstoß behalten und sich so lagern, wie sie es selbst am angenehmsten empfinden.
sprich Atemhilfsmuskulatur einsetzen und ein ordentlicher Hustenstoß. Und das ist auch genau das Wichtige, der muss erhalten bleiben. Ja? Das heißt, ich glaube, ein riesengroßer Fehler, den man machen kann, ist, die Patienten zu früh zu sehr abzuschießen, denen den Hustenstoß zu nehmen, weil kein Bronchoskop auf der Welt kriegt so effektiv das Blut aus der Lunge, wie wir es husten können, solange wir einen effektiven Hustenstoß haben. Das heißt, das müssen wir irgendwie erhalten. Und nächster Schritt, wann sollten wir jetzt intubieren? Immer dann, ja, wenn eben genau der Hustenstoß nicht mehr erhalten ist. Wenn ich das Gefühl habe, die Person vor mir, die schafft es nicht mehr, die Lunge selbstständig vom Blut zu befreien oder erschöpft sich langsam, ja, dann muss ich natürlich irgendwo dann an die Intubation denken. Aber uns muss klar sein, eine ganz normale Intubation, ja, die löst ja die Blutung da unten wahrscheinlich nicht, ja, vielleicht ein bisschen Überdruckbeatmung, das mag mal sein, das kann man auch mal mit Niffen probieren, Klammer auf, dann kann man halt nicht mehr so gut husten. Aber generell, wer A sagt, also wer einen Atemweg sichert, der muss dann auch B sagen, der muss dann auch einen Bronchus kopieren. Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Learning Point. Um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also ich habe jetzt jemanden, der Hämoptysen hat und der betroffen ist. Ja? Mhm. Man kann versuchen, die auf die blutende Seite zu lagern. Wenn wir zum Beispiel wissen, der hat jetzt rechts sein Bronchialkarzinom, dann wird es wahrscheinlich schon von dort bluten. Aber das Wichtigste ist, wie du gesagt hast, die so zu lagern, solange die wach sind und agieren, dass sie möglichst effektiv husten und wie sie das selber gelagert haben wollen. Sauerstoff, Tranexamsäure inhalieren, haben wir auch schon gesagt, wird jetzt kein Life-Saving alles lösen, aber kann vielleicht ein bisschen unterstützen. Und das Wichtigste, und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Botschaft, keine Sedierung, weil jemand ein bisschen Luftnot hat oder ein bisschen panisch ist und mal schön jemanden abschießen, damit die ein bisschen entspannter sind, weil dann genau dieser Hustenstoß viel schlechter wird. Und das Problem ist ja nicht, dass die verbluten, sondern das Problem ist, dass die ersticken und eben zum Beispiel ihr Blut nicht mehr raushusten können. Intubieren, hast du gesagt, eigentlich auch ein guter Tipp für mich, werde ich mir so merken, dann, wenn der Hustenstoß nicht mehr effektiv wird, wenn ich merke, die erschöpfen sich, dann muss man die Intubation planen. Puh, Intubation, das ist ja irgendwie noch ein Riesenthema. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen hier jetzt mal einen Cut, weil zum Glück kann man die meisten Sachen auch so ganz gut managen. Erstaunlich selten muss man die Leute wirklich intubieren, auch bei relativ beeindruckenden Hämoptysen. Was waren eure Erlebnisse? Was habt ihr so für Maßnahmen, für Tricks, die ihr uns vielleicht noch mitteilen könnt? Was für Fragen habt ihr? Schickt uns alles. Und im zweiten Teil zum Thema Hämoptysen besprechen wir jetzt so den nächsten Schritt, nämlich Intubation und was kommt alles danach? Weil ich vermute, Philipp, du hast es ja schon angedeutet mit Bronchoskopie und so weiter, das sind noch ein paar Tools, die wir aus unserem Holster ziehen können, so dass Holster groß genug ist. Philipp, einverstanden? Machen wir so. Machen wir so. Dann teilen und liken, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Bis zum nächsten Mal und danke, Philipp. Und ja, wir freuen uns auf eure Kommentare. Ciao. Ciao.